Heute ist der 20.06.2010 und hier sind die Anzeigen des Tages. Und heute, am 20.06. ist Weltflüchtlingstag. Hey, Spaß beiseite. Die Tatsache, dass Menschen aus ihrem Land flüchten müssen, ist natürlich kacke. Und wir sollten alle da versuchen, irgendwie zu helfen, dass sich das ändert. Wir müssen ja nicht so übertreiben wie die Amis, aber jeder kann helfen. So, ne? Gerade heute, Weltflüchtlingstag. Und am 20.06.1908 passiert etwas, das mir endlich erklärt hat, warum Melitta-Filtertüten heißen. Sie heißen wegen ihrer Erfinderin so, denn am 20.06.1908 erteilt das Kaiserliche Patentamt Gebrauchsmusterschutz auf ein Kaffeefiltriersystem von Melitta Benz. So, das habe ich extra für euch aus dem Internet herausgefiltert. So, es regnet, was mir Gelegenheit gegeben hat, mal wieder in meine schicken Gummistiefel zu schlüpfen, die mir gartenloft.com zur Verfügung gestellt hat. Elastisch, immer noch wasserdicht, obwohl ich sie jetzt schon sehr lange habe, schick in schwarz, elegant gehalten und bequem, machen schlanken und einen warmen Fuß. Gummistiefel von gartenloft.com. Ihr habt alles, was man für den Garten braucht und auch noch andere Sachen, Taschen, Regenkleidung, Frühstücksbrettchen, ganz viel. Einfach mal stöbern, gartenloft.com. So, nächste Anzeige. Tankred und Steffi wünschen der weltbesten Tina alles Liebe zum Geburtstag und ein prächtiges erstes Lebensjahr in Little Oak. Immer das aufs Einmal. Little Oak. Im Grand Canyon. So, jetzt geht's um diesen Mann. Nein, es ist nicht Vin Diesel, aber er sieht fast so aus. Diskreter Security für Diverses, bundesweit, auch im Ausland, unkompliziert und schnell. Security gemäß § 34a der GEWO IHK geprüft in 2004 und mit Erfahrung in Observation. Als Undercover-Mitarbeiter in Warenhäusern, als Chauffeur mit Fahrschulklasse 3, schon alt, schon lange den Führerschein, 0 Punkte, im Veranstaltungsschutz auf Events, Festen, Clubs und Diskotheken, auch Tage- oder wochenweise abkömmlich, mobil mit eigenem PKW auf 400-Euro-Basis oder andere Lohnmodelle. Weitere Infos per E-Mail oder per Telefon 0176 7300 4279. 0176 7300 4279. Security-Typ von Matti. So, und, ach so ein Quatsch, ich komme nochmal zurück. Weiter geht's, noch eine Marktanzeige. Mopswelpen. Wir haben noch zwei zauberhafte Hündinnen. Ein schwarz, eins beige und einen Rüden in beige. Scheiße, es sind zwei schwarze und ein beige. Ich habe ein falsches Foto genommen. Andersrum. Die sind ab Ende Juni 2011 abzugeben. Die Welpen stammen von nachweislich gesunden Elterntieren ab, haben FCI-Papiere, sind mehrfach entwurmt, geimpft und gechippt mit EU-Ausweis. Sie werden vor Abgabe tierärztlich durchgecheckt. Die Welpen werden im Haus aufgezogen, sind sehr gut sozialisiert und werden nur an geeignete Liebhaber dieser Rasse verkauft. Bei Interesse an diesen wirklich schönen und typvollen Welpen, die sehen auch wirklich sehr, sehr süß aus, kontaktieren Sie uns zwecks weiterer Details. Die Welpen wohnen im 49565 Bramsche und haben die Telefonnummer 05461 65805. 05461 65805. Drei Welpen, andersrum farbig. Also ein schwarzes, zwei beige. Aber sehr süß. So, zum Schluss gibt es immer noch einen Tipp von meiner Oma. Lauberde ist ein vorzüglicher Düngetorf für Blumen. Man muss aber darauf achten, dass keine Eichenblätter darin enthalten sind, da sich die Blumen sonst nicht entwickeln. Wir kannten das mit dem Eichenlaub ja von unserem Geld, die gute alte D-Mark. Hat sich auch nicht weiterentwickelt und musste dann irgendwann dem dusseligen Euro weichen. So, und jetzt, das war ein sehr, sehr trauriger Moment. Das war der letzte Tipp von meiner Oma. Die hat einfach keinen Bock mehr. Die hat einfach keine Lust mehr, noch weiter Tipps zu geben. Dafür ab sofort an dieser Stelle immer der Witz von meinem Opa. So, falls Sie was zu sagen haben, sagen Sie es mir, ich sag's dem Viertel, jeden Tag 16 Uhr hier vor der Agneskirche, wenn Markt ist, um 13 Uhr am Sudermannplatz oder rund um die Uhr im Internet www.derschwarzebrett.de. Das bin ich. Tschüss.